Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute sind wir bei den Dezimalbrüchen, also bei den Kommazahlen. Und wir werden heute gemeinsam Dezimalbrüche dividieren. So, Dezimalbrüche dividieren. So, und das stößt doch tatsächlich häufiger auf Probleme und wir fangen mal mit einem ganz einfachen Beispiel an und erklären erstmal das Grundprinzip. Wir nehmen jetzt mal 3,54 geteilt durch 0,4. Bisher war das ja so, dass wenn wir eine Kommazahl hatten, dass wir bis zum Komma gerechnet haben und dann entsprechend das Komma in der Lösung gesetzt haben. Jetzt haben wir aber zwei Kommas in der Aufgabe und jetzt bedienen wir uns eines Tricks. Wir schieben das Komma nämlich raus. Wir gucken jetzt, wie viele Kommastellen gibt es hier? Hier ist eine. Und dann schieben wir das Komma hier auch um eine Stelle. Das nennen wir Komma rausschieben. Und so lautet auch die Regel, merke, dass Komma rausschieben. So, und das machen wir jetzt. Aus 3,54 geteilt durch 0,4 machen wir die Ersatzaufgabe 35,4 geteilt durch 4. Seht ihr das? Wir schieben das Komma hier um eine Stelle und hier auch um eine Stelle und daraus wird aus 0,4 4. Und jetzt ist es wieder die Aufgabe, die wir kennen. Und jetzt rechnen wir. Wie oft passt die 4 in die 3? Gar nicht. Wie oft passt die 4 in die 35? Okay, also 8 mal. 8 mal 4 sind 32. Strich drunter, 3 bleiben über. Jetzt gehen wir über das Komma, also setzen wir ein Komma, dann holen wir die 4. Das Ganze wiederholt sich jetzt, also 8 mal 4 sind 32, Strich drunter, 2 bleiben über, jetzt die 0, weil ja oben nichts mehr steht. Und dann, wie oft passt die 4 in die 20? 5 mal 4 sind 20, Strich drunter 0 und schon sind wir fertig. So funktioniert das, wenn wir mit zwei Dezimalbrüchen dividieren. Die Regel ist, das Komma rausschieben. Und das üben wir jetzt. Wenn das Grundprinzip klar ist, dann können wir das beliebig wiederholen. Jetzt rechnen wir 36,1 geteilt durch 0,25. Und dieses Mal besteht das zunächst das Problem, dass wir hier zwei Kommastellen haben. Das heißt, wir müssen hier um zwei Kommastellen schieben, haben aber hier nur eine. Das macht aber nichts, wir schieben das Komma trotzdem um zwei Stellen. Und aus 36,1 wird dann eben 3600 und weil wir noch eine zweite Kommastelle brauchen, schreiben wir eine 0 hin. Und das Ganze geteilt durch 25. Wir haben das Komma einfach um zwei Stellen geschoben. Und jetzt können wir das Ganze wieder ganz normal rechnen. Wie oft passt die 25 in die 3? Gar nicht. Wie oft passt die 25 in die 36? Einmal, das sind 25, dann bleiben 11 über. Wir holen uns die 1. Wie oft passt die 25 in die 111? 4 mal 25 sind 100. Dann bleiben 11 über. Wir holen die 0. Das geht wieder 4 mal, natürlich. Das sind wieder 100. Und dann bleiben 10 über. Dieses Mal haben wir nichts mehr. Jetzt setzen wir das Komma, holen die 0 und das Ganze geht 4 mal. 4 mal 25 sind 100 und dann bleiben 0 über. Und schon sind wir wieder fertig. Und ihr seht, das Komma rausschieben funktioniert wunderbar. Ergebnis zweimal unterstreichen, fertig. Eine Aufgabe machen wir noch. Zum Schluss zur Wiederholung. 25,1 geteilt durch 0,5. Als erstes schieben wir wieder raus. Hier um eine Stelle, hier um eine Stelle. Daraus ergibt sich, dass, seht ihr es,
51 geteilt durch 5 genau das gleiche Ergebnis hat wie diese Aufgabe, weil darum geht's ja. So, wie oft passt die 5 in die 2? Gar nicht. Wie oft passt die 5 in die 25? 5 mal. So, das sind 25. Da bleiben 0 über, dann den Einer. Wie oft passt die 5 in die 1? 0 mal, das macht 0 und 1. Jetzt gehen wir über die 0, also über die letzte Zahl. Da setzen wir das Komma. Dann holen wir die 0 und das Ganze geht 2 mal. 2 mal 5 ist 10. Strich drunter. Fertig. Und jetzt unterstreichen wir das Ergebnis. Wichtig nochmal, nicht, dass das zu kurz kommt. Dieses hier ist natürlich nur die Ersatzaufgabe. Und das Ergebnis, was hier rauskommt, ist natürlich dann hier oben das Ergebnis, was gesucht ist. Nur, damit wir uns da auch wirklich richtig verstehen. Wir bedienen uns einer Ersatzaufgabe, um das gleiche Ergebnis für diese Aufgabe zu bekommen. So funktioniert das Dividieren mit 2 Dezimalbrüchen. Und ihr seht, das ist gar nicht so schwierig, wie es auf dem ersten Moment aussieht. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.